Wenn ich das, so was ich jetzt erzählt habe, und ich habe dich ja auch so beobachtet, da fragt man sich doch, mein Gott, ein Mensch, der diese ganzen Begabungen und Talente hat und auf diesem Niveau, auf welchem kreativen Nährboden wächst so ein junger Mensch auf? Wo kommst du her? Ja, Sachsendorf, ne? Also aus Cottbus, Sachsendorf. Da bist du geboren? Da bin ich geboren. In einem der Einfamilienhäuser und dein Vater hat dich mal früh zur Waldorfschule gefahren? Nee, ich bin ja, ich sehe ein bisschen jünger aus, aber ich bin natürlich in der Platte großkindlich geboren, sondern im Qualitätsklinikum, wie ich das gehört für den Cottbus habe. Und bin dann in der Platte aufgewachsen, in der Toruwer Straße. Mein Vater ist Sportwissenschaftler, meine Mutter ist Krankenschwester. Und in dieser Platte, in diesem Aufgang lebten halt alle zusammen. Wir hatten also diese Verrückte im Haus, die jeder im Haus hatte. Wir hatten den Mann mit dem Telefon. Wir hatten einen Haufen Kinder. Wir hatten den Spielplatz hinten. Wir hatten eine gute Zeit in der Toruwer Straße, in der Platte. Ja, da bin ich aufgewachsen. Und das war nicht das Schlimmste. Es war nicht das Schlimmste? Nee, das war ganz gut sogar. Ich finde das sehr schön, dass du das ja auch in deinen literarischen Arbeiten immer reflektierst mit dem Rolfo. Der heißt Ralfo. Ralfo. Gut, dass ich, ja. Ja. Der Ralfo, nicht der Rolfo. Der ja, das ist, so eine Figur, die gibt es in der Lesebühne Cottbus. Da haben wir alle so Geschichten, die sozusagen so weiterführend sind. Und da gibt es immer so Geschichten vom Ralfo. Und die spielen eigentlich heute. Aber der ist so ein bisschen alter Ego ist dabei und so ein bisschen erinnere ich mich dann auch mal an meine Kindheit und Jugend und an alle Peinlichkeiten, die man da so erlebt. Und die überreizt sich natürlich bis ins Unerträgliche und bis ins Satirische, damit das richtig lustig wird. Ja. Gut, sind wir gleich mal dabei. Wann ist die nächste Lesebühne? Wann findet sie statt? Wir können ruhig mal eine Werbung für eine andere Veranstaltung machen. Ja, selbstverständlich. Nächste Woche Mittwoch zum Reformationstag. Genau, immer mittwochs, den letzten Mittwoch im Monat. So ist es. Zum faulen August. Das ist das Schöne. Ja. Dass die, also früher hieß der Laden ja La Casa und dann war die Lesebühne mal La Casa. Jetzt heißt der Laden er heißt zum faulen August und die Lesebühne findet dann immer im zum faulen August statt, was mir gut gefällt. Genau, also wer die Veranstaltungsreihe noch nicht kennt, aber wie gesagt, rechtzeitig kommen, es wird knackend voll auf den Bierbänken und es gibt auch noch ein paar Sofas hinten, wo man sich bequem aufsetzen kann. So ist es. Genau. Und geraucht wird draußen. Ja, leider wird jetzt draußen geraucht. Früher haben wir noch drin geraucht, aber die Zeiten ändern sich. Gut, Matthias, wir gehen mal durch, da wir ja so viele Felder zu beackern haben. Fangen wir mal an. Du hast die Schule abgeschlossen, erfolgreich. Und wie bist du zum Theater gekommen? Naja, nach meiner Friseurlehre habe ich dann. Den habe ich mir aufgespart jetzt schön. Ja, ich habe an der 25. POS war ich an der Schule und wurde eingeschult in der ersten Klasse. Und da war es ja damals so, dass man von der ersten bis zur 10. Klasse in einer Schule war. Ich habe eine ältere Schwester, die hat vor mir dann schon mal den Weg geebnet. Die ist ein sehr kerniger Typ. Und insofern hatte ich erstmal überhaupt keine Schwierigkeiten und wurde nicht angepöbelt, weil meine große Schwester war da und hat im Notfall den Gegner einfach in den Magen geboxt im Vorbeigehen. Also da war wirklich überall gut drauf. Und da blieb ich also 10 Jahre. Zwischendurch war dann irgendwann die Wende und ich blieb weiterhin an dieser Schule und man konnte dann dort Abitur machen. Das wurde dann die Leonardo da Vinci Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe mit Frank Schimanski, heute die Frank Schimanski Gedächtnisschule. Frank Schimanski als Schuldirektor und als mein Politiklehrer, sehr interessante Figur, auch als aktiver Lehrer war der witzig, aber eben auch nicht ganz so witzig. Also wir haben auch schön die Ohren angelegt, wenn der über den Gang lief, oder latschte ja viel mehr früher. Und ja, das war ganz gut. Und dann ergab das irgendwie der Zufall oder die politische Situation, dass ich dann 13 Jahre an dieser Schule blieb und ja, dass ich da Leute in der Schulklasse hatte, die ich dann eben 13 Jahre kannte und die mit denen ich immer noch befreundet bin. Und dass man jetzt so Leute hat, mit denen man 33 Jahre irgendwie befreundet ist, schon, das ist was ganz Besonderes. Ja, aber ich bin sowieso so ein Bleibertyp, also ich bin nicht so viel rumgekommen. Ich habe nach der Schule, also nach dem Abitur, wollte ich natürlich Schauspieler werden, ist ja klar. Ist grandios gescheitert, weil ich auch gar keine Ahnung hatte, was man da jetzt machen soll und machen muss.
Ich habe da in der P2-Platte da gesessen, in der Tuchower Straße, vor der verspiegelten Wohnzimmer-Vitrine da und habe irgendwas für mich selber da geprobt. Plenzdorf, die neuen Lein des Jungen W. und Ferdinand aus Krawalle und Liebe und dachte, das wird schon reichen, was wollen die? Man geht da hin, nach Leipzig oder nach Rostock und dann checken die, ob man geeignet ist und dann macht man so ein bisschen was und dann lernt man das ja da. Aber das war ein Irrtum. Also es war, bin richtig hässlich abgeschmiert da und dann dachte ich, naja gut, dann wenn das nicht sein soll, dann mache ich Sozialpädagogik, was immer schon am zweiten Standbein war und worauf ich auch mal Lust hatte, mit Jugendlichen zusammenzuarbeiten, auch selber als Jugendlicher in so einem Jugendclub Partys gemacht und DJ war ich dann auch viele Jahre. Und dann habe ich Sozialpädagogik studiert, natürlich in Cottbus und Cottbus Sachsendorf war das, ne? In Sachsendorf, ja. Naja. Logisch, in Sachsendorf. Und dann war ich damit fertig und hatte im letzten Studienjahr hatten wir so ein Semester, so ein Praxissemester, das habe ich dann am Piccolo-Theater gemacht, was damals noch in der Klosterstraße war. Und da hat es mich dann wieder gegriffen, sozusagen. Und der Drogler hat mich dann auch abgegriffen. Als er hat gesagt, du, so einen wie dich kann ich hier gebrauchen. Ich weiß nicht genau, ob er das alles schon vorher geahnt hat, was er sich da einhandelt. Aber es war so, es wurde dann jemand gesucht für die Öffentlichkeitsarbeit und wir sind ja so ein kleiner Betrieb, wir arbeiten ja nur, sind ja nur 18 Leute, die bei uns festangestellt sind und wir arbeiten alle über Kreuz, also jeder Schauspieler hat auch noch eine Theatergruppe. Wenn mal ein größerer Umbau ist technisch, dann packen wir irgendwie alle mit an. Wir haben zwar auch eine Reinigungskraft, aber wir putzen auch das Foyer, wir machen auch die Bar, wir machen auch die Dienste. Und also musst du hier das alles über Kreuz. Alles über Kreuz. Wenn du nicht im Stück bist, dann verkaufst du das Bier und wenn du im Stück bist, dann. Genau, wir müssen uns Gedanken machen um Kostüme zum Beispiel. Mhm. Ja. Genau. Da war dann aber noch eine Ausbildung in Lingen. Gab es dann nee, in Dresden. In Dresden warst du da. Ich bin dann Sozialpädagoge gewesen und hatte meine Diplomarbeit zum Thema Theaterpädagogik geschrieben. Also war ich so ein bisschen im Stoff. Und habe dann berufsbegleitend nochmal am Piccolo Theater in Dresden nochmal 2 Jahre Kulturmanagement studiert. Und war unangenehm, weil es war ja nicht Cottbus, aber habe es ausgehalten. Du hast es ausgehalten in Dresden. Ihr habt jetzt dieses schöne Gebäude hier am Kästnerplatz, damit wir das gleich klarstellen. Was machst du jetzt offiziell, also was ist deine offizielle Berufsbezeichnung jetzt am Piccolo Theater in Cottbus? Du bist verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit? Ja, ich leite die Öffentlichkeitsarbeit. Das ist auch der Hauptjob. Also wo man jetzt jeden Morgen hingeht und an den Rechner geht und den Algorithmus füttert mit Spielplänen und mit Monatsplan und Plakate und tralala und alles, was wir so brauchen. Das, dann bin ich, wenn der Meister nicht da ist, wir nennen ihn liebevoll den Meister, den Reinhard, dann bin ich der stellvertretende Theaterleiter auch und muss dann das Gruppenspielfest eröffnen oder irgendwie so, solche Sachen, wenn er nicht kann. Genau, und dann spiele ich in vielen Produktionen mit, zum Beispiel im Sommertheater, häufig auch im Weihnachtsmärchen, was mir viel Spaß macht. Und was mache ich noch? Im Theater Jugendclub. Regie? Regie, genau. Regie mache ich. Was hast du gemacht? Sag mal ein paar Sachen. Chick habe ich zum Beispiel gemacht. Und den Angstman? Angstman habe ich gemacht. Klassenzimmerstücke mit Maria, die da sitzt. Kiefer on the Rocks haben wir gemacht. Erste Stunde habe ich mit Hauke gemacht. Spielt er jetzt schon das 300. Mal. Also könnte man mal tauschen oder mal ein neues Stück machen. Und am allerliebsten mache ich den Theater Jugendclub. Das ist also so eine Gruppe Jugendlicher, die einmal in der Woche zu uns kommt, um Theater zu spielen. Und mit denen machen wir Stücke zu gesellschaftsrelevanten Themen. Und das macht mir am meisten Spaß. Das macht mir am meisten Spaß? Das ist ja. Mit den Jungen. Das macht mir alles Spaß. Besonders macht es mir Spaß, dass alles über Kreuz ist und dass man das als so vielfältig ist, diese Arbeit. Und ich könnte es mir eigentlich auch gar nicht anders vorstellen. Es gibt gar keine richtige Beschreibung für das, was wir da so tun. Mhm. Also du wärst jetzt nicht so, wo du sagst, es gibt das, ich weiß, dass das gemacht werden muss, aber es gehört eben halt dazu, aber eigentlich würde ich nur spielen oder ich würde viele lieber nur inszenieren, aber es geht ja nicht oder so. Nee. Sondern gerade dieser Wechsel ist für dich so reizvoll. Total reizvoll. Es macht ganz viel Freude, auch in dem Büro zu sitzen und auch mit den Leuten zu telefonieren und zu kommunizieren, die Karten zu verkaufen, direkt den Draht zu haben zu den Zuschauerinnen und Zuschauern, zu den Lehrerinnen und Lehrern.
Das finde ich super. Die Telefonanrufe sind mitunter sehr absurd, was da manchmal rufen dann Leute an und wollen Karten für Stücke, die sie nicht so richtig aussprechen können. Da haben wir mal viel Freude. Wir spielen gerade Patterson und Findus, das ist so ein Puppenfigurenspiel. Und da rief letztens eine Frau an, da musste man kurz mal das Telefon weglegen. Die wollte Karten für Patterson und Findus. Das fand ich super. Genau. Und das macht halt ganz viel Spaß. Und wir haben halt einen direkten Draht zu den Leuten, zu den Spielern und Spielern, zu den Jugendlichen, und es ist also alles sehr unmittelbar und das fetzt. Machen wir es mal ganz kurz zu eurem Theater, zum Profil. Also das eine ist, ihr macht Theaterproduktionen, mit denen ihr in die Schulen geht oder in die Klassenzimmer geht. Ihr geht also raus, ihr spielt außerhalb eures Hauses, ihr macht Produktionen, die im Haus stattfinden oder das Sommertheater im Land daneben. Ihr macht Puppentheaterproduktionen im Haus, und dann kommt diese Strecke, auf die wir jetzt kommen wollen, die dir so großen Spaß macht, die Arbeit mit dem Theater-Jugendclub. Es gibt verschiedene Jugendclubs. Genau, du hast es sehr schön zusammengefasst. Ja, ich wollte dir eigentlich ein bisschen Zeit geben, dass du mal einen Stück von deinem Bier trinkst. Was? Aber das... Na, weißt du, mir läuft das Wasser an. Nee, ist nicht nett. Also, du möchtest jetzt nicht davon. Okay, also, ja genau, und dann kommt noch diese Theater- und tanzpädagogische Abteilung dazu. Da betreuen wir ungefähr, Maria, du weißt es am besten, 200? Insgesamt? Ja. Etwa so 200 Kinder und Jugendliche in wie vielen Gruppen? 10? 18. Und das sind also Tanzgruppen und Theatergruppen und Crossover-Tanztheatergruppen. Die Kleinsten sind so 5. Und die Ältesten sind so 21. Und genau, und da gibt es halt verschiedene Gruppen, die kommen also einmal die Woche und proben und spielen. Und machen, und das Haus ist immer belebt, das ist immer offen, die Eltern warten da, sitzen da, trinken Kaffee, die Kinder kommen und gehen, die Jugendlichen machen ihre Hausaufgaben oder werfen irgendwas rum oder unterhalten sich oder klettern die Kugel hoch vom Theater, die ist auch ganz toll. Ja, es ist ein sehr lebendiger Ort. Und es gibt auch Filme von diesen Kinder- und Jugendtheatern. Genau, und die präsentieren auch regelmäßig ihre Stücke, die Tanzgruppen in den sogenannten Tanzträumen einmal im Jahr. Gibt es dann so eine Jahresarbeit und so eine Jahrespräsentation bei uns. Da ist dann ein Wochenende das Haus voller Tanz. Und da gibt es die Spielträume. Da ist das Wochenende dann voller Theatergruppen, die dann aufführen. Dann auch 2 oder 3 Vorstellungen spielen über die nächsten Monate. Und es gibt den Theater-Jugendclub, den ich leite. Und der hat so eine feste Spielplanposition. Man spielt so dann über die Spielzeit 20 Mal. Wie setzt der sich zusammen, der Theaterjugendclub? Wechseln die oder ist es ein fester Stamm? Nö, die wechseln und die kommen aus den jüngeren Gruppen, die wandern dann hoch und wachsen da hoch. Und wer Lust hat, der kann dann in den Theaterjugendclub kommen, wenn Platz ist. Und da geht es nicht um Eignung oder Ähnliches, das ist sowieso nicht unser Profil oder unser Credo ist, jeder kann spielen, jeder kann tanzen, jeder kann singen. Ja. Und die wachsen dann auch, und wenn sie Lust haben, können sie landen sie im Theaterjugendclub, und dort beschäftigen wir uns dann professioneller mit, schauspielprofessioneller, sagen wir es mal so, mit Themen, die wir dann auf der Bühne umsetzen. Aber da bleibt die Gruppe dann ein Jahr zusammen? Die bleibt dann ein Jahr zusammen, und es gibt dann so alle 3 Jahre so einen Generationswechsel, wo dann die Ältesten studieren gehen oder nach Kuba oder machen ihr Auslandsjahr irgendwo. Und dann rutschen die Nächsten nach. Und manchmal ist es dann so ein richtig großer Generationswechsel wie dieses Jahr. Da ist jetzt von den Alten niemand mehr drin, aber dafür haben wir fast 9, noch nicht 9 neue Spielerinnen und Spieler. Und seid ihr ja sehr, sehr erfolgreich mit diesen, gerade diese Jugendtheaterproduktion. Ihr fahrt zu Festivals, ihr werdet dort eingeladen, ihr gewinnt Preise. Das fing so an mit dem Pegasus hier in der Kammerbühne, aber es hat sich ja jetzt richtig bundesweit festgesetzt. Kannst du mal ein paar Preise nennen, die ihr so abgeräumt habt? Ja, das ist ein bisschen unangenehm, aber ich mache es natürlich. Wir haben den Deutschen Amateurtheaterpreis gewonnen 3-mal in der Sparte Kinder- und Jugendtheater 2010, 16 und jetzt 18 mit diesem umstrittenen Kriegsabend. Wir wurden eingeladen beim Theatertreffen der Jugend, das sind die Berliner Festspiele. Wir wurden eingeladen zum Bundestreffen Jugendclubs an Theatern. Und das sind schon die wichtigsten, denke ich. Die wichtigsten Sachen, ja. Und das sind unterschiedliche Produktionen.
Genau, und da sind also Jugendtheatergruppen aus ganz Deutschland, die dort sind. Genau. Von Schulen, von Theatern oder von Einrichtungen. Und da spielt man in der Liga mit. Und ich muss auch sagen, ich sage es einfach mal zurecht, wer noch nicht die Gelegenheit hatte, diese Produktion zu setzen, ich kann es ihm wirklich ans Herz legen. Das ist eine besondere Form von Theater. Und ich bin immer wieder fasziniert, wie ihr euch mit den Jugendlichen da diesem Thema nimmt. Thema nähert und wie produktiv und kreativ ihr damit umgeht. Also ich bin, muss das mal so sagen. Darf ich jetzt mal ein bisschen loben? Micha, danke schön. Ja, und da kriegt doch mal drauf oder so. Genau, diesen Thema nennt. Also es lohnt sich wirklich, wenn wieder so eine neue Produktion ansteht. Ich bin bisher nicht enttäuscht worden. Und selbst bei so schwierigen Themen, das letzte Stück, wo ich sagte, mein Gott, jetzt nehmen die sich dieses... Bilder deiner großen Liebe von Wolfgang Randorf, dieser letzte Text von Wolfgang Randorf, der schönste von ihm, finde ich, beschäftigt sich mit der Geschichte von Isa. Und Isa kennen wir alle aus Chick, wer Chick gesehen hat und gelesen hat oder den Film gesehen hat oder das Theaterstück gesehen hat. Da gibt es dieses Mädchen von der Müllhalde. Und Randorf hat kurz vor seinem Tod, der hat einen schlimmen Hirntumor und hat kurz vor seinem Tod noch an Isas Geschichte gearbeitet sozusagen. Und dieser Text geriet ihm so ein bisschen zu so einem Abschiedstext. Der stand irgendwie so mit einem Bein schon auf der anderen Seite, vergleichbar mit so künstlerischen Werken wie David Bowies letztem Album oder Leonard Cohens letztem, wo man so merkt, da ist schon irgendwie ein Beinchen drüben. Und der ist so ein bisschen düster, gleichzeitig aber auch hoffnungsvoll und sehr poetisch, aber auch ein bisschen wirr und ist nicht ganz so stringent wie Chick. Das ist ja so ein Sommerstück, zwei Jungs knacken in Lader und lassen mal 5 Grad sein. Und bei Isa ist so ein bisschen die invertierte Variante, ein bisschen düster. Dockte bei den Jugendlichen in der Gruppe aber total einfach an, weil er ganz unprätentiös schreibt und weil Jugendliche natürlich sich in der Pubertät ganz viel mit dem Tod zum Beispiel beschäftigen oder mit Vergänglichkeit und solchen Themen, das ist denen gar nicht fremd. Und es fiel denen total gut aus dem Mund. Das erste Mal haben wir auch nur mit Fremdtext gearbeitet. Normalerweise produzieren wir selber und schreiben selber. Und das funktionierte ganz gut und es war auch für die Jungs in der Gruppe überhaupt kein Thema, wo ich dachte, das wird jetzt aber bestimmt noch gleich ein Thema. Für die Jungs war es gar nicht relevant, ob die jetzt ein Mädchen spielen oder nicht. Oder die waren dann halt Isa und fertig. Und das hat mir ja total gut gefallen. Und dann dachte ich, ist ja super aufgegangen, die Geschichte. Die ist natürlich ein bisschen assoziativ und so ein bisschen ein anderer Abend. Und anders temperiert, die ist mal schnell und dann ist sie ganz still und dann geht sie wieder ab. Und die ist nicht so stringent wie Krieg zum Beispiel. Ja, nun habt ihr jetzt so eine, du hast es schon angeschnitten, so eine unangenehme Öffentlichkeitsarbeit gehabt in der Zeitung. Also die AfD-Vorsitzende der Landtagsfraktion hat eine kleine Anfrage gestellt. Ich habe es mal versucht, man kann die noch nicht lesen irgendwo, aber er hinterfragt die Förderung des Piccolo-Theaters, sagt unter welchen Grundsätzen und er bezieht sich explizit auf diese Produktion Krieg, weil es gesellschaftlich relevante Themen beinhaltet, ob das jetzt noch mit anderen Stücken so ist. Und vielleicht sagst du noch mal kurz vielleicht was zu der Produktion, bevor wir dann mal zu diesem Vorgang kommen. Krieg, was ist das? Also Krieg heißt ja gar nicht Krieg, sondern Krack. Also wir haben aus diesem Titel die Vokale rausgekippt, weil wir fanden, dass Krieg, also ein Theaterstück Krieg zu nennen, es ist ein ganz schön großes Wort für so ein kleines Theaterstück und es war uns ein bisschen gefährlich irgendwie. Und dieses Stück bezieht sich auf einen Text, den gibt es schon viele Jahre, von Janne Teller, das ist eine dänische Autorin. Die hat so ein Essay geschrieben, so ein 50-seitiges Ding, auch für Jugendliche. Das heißt Krieg und es ist so ein Perspektivwechsel. Es geht also davon aus, stell dir vor, der Krieg ist nicht irgendwo, sondern der Krieg ist bei uns und wir müssen uns auf den Weg machen. Und stell dir weiterhin vor, deine Mutter ist krank und das Haus wird zerbombt und es ist halt die umgedrehte Perspektive. Und wir müssen in den Nahen Osten wandern, weil es dort die einzige Region ist, die stabil ist. Und wir landen also in Ägypten, in so einem Flüchtlingslager. Und dieser Text ist
irgendwie kommt es ja so ein bisschen einfach daher, drehen wir einfach die Perspektive um und dann haben wir es. Aber das funktioniert tatsächlich total gut. Und der Text hat auch weiterhin die Stärke, dass er nicht so tut, als wären wir das und als würden wir das wirklich erleben, was ich im Theater auch mal ein bisschen schwierig finde. Wenn wir sagen, wir machen das jetzt zu unserem neuen Kunstprojekt, hier gibt es Geflüchtete, jetzt tun wir mal so, als wären wir Mohammed. So einfach ist es ja nicht. Oder Hassan. Dieser Text bleibt immer beim Du. Also, du bist da. Und also ist nicht ich, sondern bleibt immer bei diesem Du. Und stell dir vor, es passiert das dann. Und stell dir vor, dann passiert das. Und dann geht ihr nach da und dann müsst ihr nach da. Und dann seid ihr mit den Franzosen zusammen, die jetzt euch in diesem Flüchtlingslager, die jetzt aber eure Feinde sind, weil diese europäischen Demokratien zusammengebrochen sind und da in Europa Krieg herrscht. Und so weiter. Es ist also eine einfaches Umdrehen der Perspektive und so eine Empathieschule. Das ist dieser eine Teil dieses Stückes. Dann gibt es einen Text von Falk Richter, der heißt Vier und der hatte, glaube ich, ja, der hat hier und hat in diesen Pegida-Chören die Dinge, die Leute dann in die Kamera sahen, in so Textblöcke gefasst. Da hatten wir was drin und dann haben wir uns schließlich, wie wir es immer machen, noch selbst Gedanken gemacht und wie stehen wir zu dieser Situation. Und explizit haben wir es aus unserer Sicht gemacht, nämlich aus der Sicht, die wir verstehen oder die Jugendlichen verstehen. Also wie geht es mir denn? Es ist eigentlich ein Stück für Cottbusser gewesen oder für die Deutschen gewesen. Es spielt auf so einer Bühne, die hat so eine deutsche Flagge, also schwarz, rot, gold, so leicht versetzt. Und dort spielt es und dann gibt es noch so einen Lichteffekt, das ist so ein Lichtschlucker, wenn man den anmacht, dann ist so die Farbe raus, dann ist alles Sepia und es gibt kein Schwarz-Rot-Gold mehr, es ist alles so schwarz-weiß, ja. Und das haben wir mal angemacht, wenn wir in diesen Kriegstext eingestiegen sind. Und da sind wir immer wieder rausgeflutscht, weil es sehr intensiv ist und sehr chorisch und sehr belastend, auch emotional. Und dann waren wir wieder einmal in Deutschland und haben dann unsere eigenen Geschichten verhandelt und haben so einen Abend zusammengebaut, der geht 70 Minuten. Der hat den Cottbusser Toleranzpreis gekriegt, der war beim Bundestreffen in Bremen, der hat den Demokratietheaterpreis gewonnen jetzt bei dem Deutschen Amateurtheaterpreis. Und der ist eigentlich schon seit einem Jahr oder seit zwei Jahren beinahe abgespielt. Wir haben den jetzt bloß nochmal aufgenommen, weil man ihn dauernd spielen müsste eigentlich. Und weil wir diesen Preis bekommen haben, wollten wir es nochmal spielen. Und jetzt, zur letzten Vorstellung, gibt es also diese Anfrage, oder diese kleine Anfrage der Partei. Ja. So, und jetzt ist diese Anfrage, wenn man die jetzt also versucht zu recherchieren, also er sagt, die Anfrage ist, was für Förderungen bekommt das Theater und bezieht sich konkret auf diese Inszenierung, die ein gesellschaftlich relevantes Thema aufgreift. Und dann die Frage, wie viele Inszenierungen gibt es noch am Piccolo-Theater, wird die Landesregierung gefragt, die ebenfalls gesellschaftlich relevanten Themen aufgreifen. Ja, also ja. Ich glaube, es gibt da kein Theater, das nicht ein Stück, was nicht irgendwelche gesellschaftsrelevanten. Ja, besonders nicht dieses. Also besonders in diesem Theater beschäftigen wir uns eigentlich nur mit gesellschaftlich relevanten Themen. Besonders wenn wir für Jugendliche Stücke machen, dann geht es auch mal in Kiwi on the Rocks geht es um Alkoholmissbrauch, um sexuelle Übergriffe, um Cybermobbing, wir machen Stücke zum Thema Armut, wir machen Stücke zu allen relevanten, für Jugendliche, über Liebe, für Jugendliche relevante Dinge. Angst für Kinder, ja. Puppenfigurenspiel, wir machen halt Theater, was möglichst nah an unserem Publikum dran ist. Warum ist das doch? Also, wenn ich das so gelesen habe, könnte man es jetzt einfach abtun, weil es eigentlich eine dumme Sache ist, weil jeder kann eure Inszenierung sehen, jeder kann auf den Spielplan gucken, was ihr spielt oder sowas. Und irgendwie ist es ja auch keine Frage, die man irgendwie der Landesregierung stellen könnte. Trotzdem wird es geschwacht und trotzdem kratzt es doch irgendwie an eurem Theater. Naja, also das ist jetzt die Spekulation. Ne? Also die haben jetzt erstmal eine ganz formal richtige Anfrage gestellt, das darf man machen, da ist nichts dabei. Aber was sie jetzt damit wollen, da kann man jetzt anfangen zu spekulieren. Und dann ist dann schon so Nachtigall der Trapsen oder der Wolf im Wolfspelz. Das ist schon komisch. Und wenn man in der Zeitung liest, die wollen schon mal die Lage sondieren und so, da
kriegt man schon ein komisches Gefühl. Ja. Aber eigentlich kann man sich da nicht wehren, weil es ja auch gar kein Angriff in dieser Anfrage drin oder irgendwas. Ne, es ist halt geschickt, es ist halt auch vielleicht auch wieder ein Theater, ein großer Artikel zu viel gewesen. Es ist irgendwie auch der kalkulierte Eklat, so wie sie es eigentlich immer machen. Was ist jetzt? Ich, Angst habe ich davor jetzt nicht. Was ich jetzt ein bisschen ich finde, ist, es geht jetzt gerade um ein Stück, was mit Jugendlichen gemacht hat. Ich meine, Jugendliche, wie viel sind es, wie alt sind die, als ihr angefangen habt? Das sind 14 Jugendliche zwischen 16 und 21 Jahren. 16 und 21 Jahren, die haben ein Theaterstück gemacht, die haben ein Theaterstück gearbeitet, die sind stolz darauf, die haben es mit Stolz gespielt und Begeisterung, die haben da Preise bekommen, Anerkennung. Und ja, nicht nur. Es ist ja nicht so, dass sie nicht auch, dass wir nicht auch schon vorher und währenddessen auch mal angefeindet wurden. Also wenn man eben gesellschaftlich relevante Theaterstücke macht, dann muss man sich ja auch nicht, also dann gibt's ja, stellt man sie ja auch zur Diskussion. Und auch ne, die Künstler stellen sich auch dann zur Diskussion und machen das auch jedes Mal ganz toll in den Nachgesprächen. Da muss ich gar nicht viel labern oder die unterbrechen mich dann. So, es gibt auch das Agreement, wenn ich zu viel laber, dass einer dann das übernimmt oder eine. Und die haben dann total sicheres Standing. Und um die Jugendlichen würde ich mir tatsächlich gar nicht so viele Gedanken machen, weil die sind, da sitzt zum Beispiel einer neben Maria, der Konstantin, der spielt da mit. Und die stehen da total dahinter. Und sonst hätten wir es nicht gemacht, sonst können wir es gar nicht machen. Sonst können wir es auch gar nicht in der Qualität machen, die es dann am Ende hatte. Aber das ist ja ein Thema, mit dem wir uns alle befassen müssen, und zwar jeden Tag. Und sie ja genauso, so wie wir. Und an den Kaffeetafeln mit der Tante, mit dem Onkel, müssen wir Dinge durchsprechen. Wir können ja nicht mal wegrennen, und wir können ja uns nicht wegwünschen oder sonst irgendwas. Im Übrigen wird auch gar keiner diskreditiert in dem Theaterstück. Ich glaube eben auch gar nicht, dass sie das gesehen haben, sondern dass sie sich da offensichtlich gemeint fühlen oder sowas ähnliches. Ich würde mich eigentlich freuen, wenn sie es mal angucken. Sie haben es auch in der kleinen Anfrage einmal falsch geschrieben, haben sie KGA oder sowas. Aber gut, will ich nicht drauf rumreiten. Also das ist der Versuch gewesen, niemanden zu diskreditieren, auch in diesem Theaterstück explizit. Wollten wir, dass diese Pegida-Chöre, man kann die ja überzeichnen einfach und dann lachen wir alle herzlich. Das ist ja aber, nicht, das sind ja unterschiedliche Meinungen, die da genau, das, kommen, das ist gar nicht, auch im Raum genau, stehen. Wir haben dann gesagt, nee, komm, offensichtlich gibt es wirklich eine Angst, ne, auch wenn sie vielleicht für dich oder für mich nicht, ist vielleicht bei viel oder so, aber diese Figur meint es wirklich so. Also gib das jetzt mal raus. Und da werden eben auch auf der Bühne dann so Sachen gesagt, die man dann ins Verhältnis setzt mit diesem anderen Text, mit diesem Kriegstext und dann auch mit unseren eigenen Erlebnissen, die wir ja jeden Tag haben. Also, ne, also dass man mal zum Beispiel mal einen Syrer oder eine Syrerin, dass man sich mal die Mühe macht, das kann man, das ist möglich, dass man mal eine oder einen kennenlernt, der einem mal die Geschichte erzählt, seine eigene, dieses Einzelschicksal. Wie sind die, wo sind die hergekommen, aus welchen Zusammenhängen kommen die, das ist ja ganz vielgestaltig. Und ein Gespräch reicht, um auf die Idee zu kommen, dass möglicherweise alle ein eigenes Schicksal teilen, so wie du ja deins teilst und ich ja meins und sie ihrs. So haben alle diese Leute auch eine eigene Geschichte. Und das ist eigentlich schon die Idee hinter allem, dass man versucht, zueinander zu finden, und weniger immer alle über einen Kamm zu scheren, auch die Abendspaziergänger alle über einen Kamm zu scheren, ist eben genauso sinnlos. Viel besser wäre, zusammenzukommen. Ja, und das haben wir mit dem Stück versucht, und es saßen auch ein paar Leute drin, von denen ich weiß, wie gesagt, ich komme aus Sachsendorf, ne, und kenne die alle ganz gut und bin auch noch mit ein paar befreundet, mit denen ich mich auch regelmäßig unterhalte und dann auch streite, und sie mit mir. Und die waren auch mitunter in dem Stück und die haben gesagt, ja, war ganz gut. Ah, das stimmt ja so nicht, ne? Oder irgendwas, ne? Aber es war erstmal cool, dass sie da waren und dass man nicht den Gesprächsfaden, dass man den nicht abreißen lässt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Vielen Dank. Matthias, dann wünsche ich dir oder euch weiterhin viel Erfolg und Geduld und die Unterstützung bei der Arbeit. Ich würde nochmals auf die Lesebühne jetzt kommen. Los. Die Lesebühne.
Wie ist das mit dem Schreiben? Wann fängt das an und wie war die Gründung der Lesebühne? Und naja, mit dem Schreiben, wie fing das an? Erstmal, die Lesebühne Cottbus ist eine, wir sind eine Gruppe von mittlerweile 5 Autorinnen und Autoren, die sich einmal im Monat treffen, um ihre neu produzierten Texte auf einer Bühne vorzulesen, zum vollen August. Manchmal haben wir noch einen Gast dabei und wir haben ein total super cooles Publikum. Wie gesagt, du hast vollkommen recht, das Ding platzt aus allen Nähten seit vielen Jahren und das, darauf sind wir sehr stolz und es macht viel Spaß. Man muss dafür immer neu schreiben. Man ist ein bisschen unter Schreibzwang, was auch gut ist. Man muss, also ich muss jetzt, bei mir rattert es schon, ne? Mittwoch. Ach, du hast den Text noch nicht fertig. Nix, nix. Mittwoch bin ich dran und dann müssen wir, aber ich weiß ja, zum Glück geht es allen so. Und dann unter Druck kommt dann mal irgendwas und das ist auch ganz okay. Und es ist von heiter bis wolkig alles dabei, es ist auch Lyrik dabei. Und wie es dann mit dem Schreiben bei mir losging, als Kind eigentlich schon oder als Jugendlicher, ich war dann, es gab ja in den 90er Jahren in Sachsendorf nur eine Alternative zum Rechtsradikalismus. Also das war der Banknachbar war einfach ein Nazi, das war normal, also das war so. Und mir hat, also ich hätte wahrscheinlich auch gerne eine Bomberjacke gehabt, aber mein Vater, das wäre nicht gegangen, zum Glück. Ich habe natürlich auch erkannt, dass es blödsinnig ist, was da so erzählt wird, aber die Gruppenzwang, den gab es schon. Aber Bomberjacke kam mir in Frage, dann war die Musik auch so oll, also diese Mucke war so scheiße, also die Störkraft, was sie da so, das ging bei mir überhaupt nicht rein. Was bei mir richtig gut reinging, war Deepish Mode. Das war der sonore Bariton von Dave Gahan, der hat mich voll angemacht und da habe ich was gefühlt, und auch wenn ich nichts verstanden habe. Wir haben ja alle früher einfach mal so mitgemurmelt, was sie da so singen, und jetzt nicht übersetzen können. War auch wurscht, weil alles, was zu sagen war, kam über diese Soundflächen und hat mich voll angemacht. Das war geil. Und das hat auch die Nazis nicht kalt gelassen, sage ich mal so. Da kamen sie irgendwie auch nicht dran vorbei. Also war es geduldet, so eine, in diese düstere Richtung zu gehen. Und dann wurde ich halt ein Grufti. Also das war so ein Gothic, ja, in meiner Pubertät. Sehr zum Ärger meines Vaters, der ja Boxer war und immer ein bisschen schwierig fand, was ich da so, wenn ich dann geschminkt und besoffen und mit einem Rüschenhemd von so einer Party kam. Hat nie was gesagt, aber ich habe gespürt, dass es ihm nicht so gefallen hat. Und dann hatte ich auch die Haare so rasiert und so ein Töpfchen und alles Mögliche. Jedenfalls, Grufti durfte man sein. Und das war die Alternative. Und mit diesem Grufti-Sein kam es dann auch so zu verklärten Gedichten über die Vergänglichkeit, über die Schlechtigkeit der Welt, den Tod, das Verderben und so, und Gräber und sowas. Und da habe ich dann die ersten Gedichte so geschrieben. Wir haben sie uns heute erst im Büro mit Mathis, der auch bei der Lesebühne Autor ist und bei uns als Dramaturg arbeitet. Der hat auch schlimme Gedichte geschrieben und da haben wir uns heute mal so 2, 3 gegenseitig vorgelesen. Furchtbar, furchtbar schön. Und da haben wir also, so habe ich angefangen mit dem Schreiben. Und dann war ich aber, hätte ich eigentlich lieber ernstzunehmender, trauriger Poet sein wollen. War aber eigentlich immer so ein Faxenclown und so ein Klassenclown und so eine Witzfigur, so eine Spaßkanone. Und das mengte sich. Und das mengt sich bis heute in allen Arbeiten. So. Also jetzt die, die es noch nicht kennen, bestimmt neugierig auf die Texte von Matthias Heine. Heute hier bei uns zu Gast in der Hermann Bar. Schönen Dank, Matthias, dass du da warst. Danke, Micha.